Was ist das denn? Kalium. Wow. Sieht schon mystisch aus. Bleib hier. So. Hallo, danke, dass du eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Man's Sky. Jo, ich würde sagen, wir erkunden mal hier einen Planeten. Von den ganzen, ich glaube, sechs. Insgesamt sind das ja sechs Planeten. Sind ja vier Planeten und zwei Monde. Aber ich denke mal, vom Ablauf wird da sich wenig ändern. Ja, gehen wir dann doch erstmal zu dem Satyamink US, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Fliegen wir einfach mal dorthin. Das sieht ziemlich grün aus. Jo. Okay, der Scan hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Oh, das ist ja schon so ein... So ein altes Gebäude. Oh, ich hasse das, wenn du... Moment. So, einmal gucken. Hä? Wo ist das Gebäude jetzt hin? Bin ich blind? Jetzt habe ich es verkackt. Naja, was soll's. Ich wollte sowieso einmal... Eigentlich wollte ich im Weltall einen Scan machen, damit wir irgendein Gebäude finden. Moment. So. So, verlassenes Gebäude entdeckt. Wo ist es denn? Ach so. Da haben wir was. Okay. So. Jo. Passt genau. Ist das Wasser? Tatsächlich, das sieht nach Wasser aus. Also wir finden öfter so Wasserplaneten, wo viel Wasser drauf ist. Ja. Das heißt, wir müssen wieder tauchen. Ich gehe mal eben hier Schiff mal kurz absetzen. So. Und wir haben einen neuen Planeten. Oh, erhöhte Radioaktivität, Wächter normal, Flora unentdeckt, Fauna verstreut. Jo. Machen wir ihn einen kleinen Scan. So, was haben wir denn hier? Oh, da sehe ich was Grünes. Hm? Hallo? Na, Kleiner? Schon das erste Tierchen entdeckt. So. Ah, da komme ich schwer hin. Ich gehe mal hier hin. Extreme Strahlung, mein Gott. Was ist das denn? Kalium. Achso, die kann man nicht scannen. Die kann man nur abbauen. Moment, ich guck mal eben. Ja, ich hab Platz. So. Cool. Wir haben Planeten gefunden, wo man Kalium abbauen kann. Nur, es ist leider sehr giftig.
Ich meine, sehr radioaktiv. Ich muss schnellstmöglichst wieder ins Schiff. Boah. Aber wie sollen wir denn jetzt tauchen? Moment. Wenn. Ich glaube, im Wasser ist es noch radioaktiver. Ich guck mal eben. Wir können doch hier sowas hier einbauen. Theta. Hier haben wir Sigma. Ich glaube, Theta ist besser. Toxisch. Nee, das wollen wir nicht. Tau. Ich glaube, Theta ist am besten. Sollen wir Theta einbauen? Gravizinoball. Ja, Gravizinoball. Wie kriegen wir den denn? Ich glaube, selber bauen können wir den leider nicht. Ja, dann müssen wir leider erstmal so auskommen. Ja, wir haben ja jetzt Titan und Zink. Dann können wir unser Schild aufladen. So, wir haben Radioaktivität im Moment 11, knapp 11. Ich versuch's jetzt einfach mal. Ach, das Gebäude ist gar nicht so weit entfernt. Schnell speichern. Ach, noch so ein Sturm dazu. Ja, super. Also, extremer geht ja gar nicht. Direct-Ebenen. So, Moment. So. Wo ist denn der Eingang hier? Oh, 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 ich sehe ein... Ich sehe ein Riesenviech. Radikal. Wow, der macht ein bisschen Angst. Der macht mir ein bisschen Angst. Hallo? Oh, da kommt auch noch irgendwas auf mich zu. Achso, die sind furchtsam. Okay. Ah, Strahlung nimmt ab, das ist gut. So, wo ist... Ach, da ist der Eingang. So. Das macht jetzt nichts. Wir machen hier mal eben schnell. So, wir sind die Wächter. Okay, ich glaube, der Text wiederholt sich immer. So, ich entdecke etwas Verschlüsseltes. Und, was ist es? Was Neues, oder? Ah. Bereits bekannt. Okay, Moment, Moment, Moment. So, jetzt sind wir erstmal sicher. Okay, bereits bekannt. Und ich glaube, wir werden schon beobachtet von irgendeinem Mega-Viech. Ich habe da so ein bisschen Angst. Da, das wollte ich. Neues Wort. Und... So, Schild aufgeladen. Wahrscheinlich brauchen wir das nicht. Okay. Wir hauen jetzt ab. Vielleicht habe ich irgendwas vergessen, aber das ist jetzt mir auch ziemlich schnuppe. Ich muss... So, wo ist der Fisch? So, da ist... Ich will den mal angucken. Oh, oh, oh. Der sieht ziemlich böse aus. Wow. Hallo, Fisch. Hä? Der greift mich gar nicht an? Cool. Wow. Sieht schon mystisch aus. Cool. Aber der scheint doch friedlich zu sein, oder? Du bist aber nicht... Oh, doch. Du bist auch friedlich. Cool. Ist ja ein Ding.
greifen gar nicht an. Die sehen schlimmer aus, als sie sind. So. Also, dass wir hier Kalium sammeln können, das finde ich cool. Oh ja, nerv nicht. Ich weiß. Mein Gott, mein Strahlungsschutz ist wieder weg. Also ich glaube, ich muss echt mal überlegen, mir dieses Strahlungs-Equipment da zu installieren, weil das ist einfach zu heftig. Also die Strahlung ist hier wirklich extrem. Kalium, das sieht lustig aus. Was sind das für Viecher? Sind irgendwelche Alien-Eier oder was? So, da sehe ich. Da, neues Lebewesen. Ich gehe mal kurz ins Schiff. So. Einmal nachschauen, wie viel Tiere es hier gibt. Okay. Wie viele Beine hat das Ding? Ziemlich viele. So. Oh, was sind das für Fische? Naja. Also der sieht echt mystisch aus. Der erinnert mich an... Kennt ihr bei Half-Life? Da gibt es auch so ein Fischmonster, sag ich mal. Das sieht auch irgendwie so ein bisschen danach aus. So. Das haben wir. Also wir haben ja schon drei Tierchen gefunden. Ein bisschen hier scannen. Aber die Dinger kann man nicht scannen, komischerweise. Aber sammeln können wir sie. Kalium, das ist cool. Weil Kalium ist sehr selten. Und es ist verdammt teuer. Also dieser Planet, der ist schon geil. Weil du kannst hier Kalium sammeln, ohne dass du von diesen Wächtern irgendwie attackiert wirst. Das finde ich richtig nice. So, haben wir hier noch irgendwas? Okay, ich glaube, ich gehe mal wieder. Habe ich das? Nee. Schnell ins Schiff. Also, der Planet ist wirklich extrem, also das ist schon brutal. Mal sehen, wie viel Kalium haben wir denn jetzt? Kalium haben wir, ja, ein bisschen. Also, überleg mal, ein Kalium kostet jetzt durchschnittlich 289 Units. Ein Kalium. Und wir haben ja, sag ich mal, Emeril da so verkauft. Moment, ich guck mal, Emeril war bisher das so teuerste. 275. Ich meine, klar, Emeril kriegt man halt öfter und ja, man kann auch mehr davon mitnehmen. Mal gucken, vielleicht sammeln wir erstmal und schauen dann, ob wir es verkaufen. Oder, also ich werde natürlich immer was übrig lassen für irgendwelche Upgrades oder sonst was. So. Dann lass doch mal einfach mal gucken. Ah, hier. Das haben wir noch nicht. Das ist auch neu.
Also, wir müssen jetzt mal langsam einen Gravizinoball irgendwo herbekommen, damit wir unser Upgrade da machen können. Finde ich sehr wichtig. Wir wollen auch hier nämlich auf diesem Planeten auch überleben. So, was ist das? Ist das auch irgendwas? Ja, ist auch irgendein Stein. Das ist doch bestimmt auch ein Stein, oder? Hm? Moment. Nee, wenn ich nicht abbauen kann, dann. Hallo? Okay. Aber hier, die Dinger, das sind Pflanzen, die man normalerweise scannen kann. Naja. Ups. Ich bin gleich tot. Ich mach mal eben hier ein Loch. Ah, toll, das Wasser. Ja, doch, stabilisiert sich gut. Obwohl ich im Wasser stehe. Naja. Ja, der Planet hat's in sich. Also, das ist jetzt nicht mal eben hier. So. Okay. Dann laufen wir doch mal zum nächsten Fragezeichen. Da. Oder versuchen es zumindest. Ja, ich versuche mal hier rüber zu jumpen. Okay, hat schon mal funktioniert. Ich höre irgendwelche Tierchen hier. Hoffentlich können wir jetzt alle Tierchen hier scannen auf diesem Planeten. Nicht, dass das hier wieder so ein Fehler ist. Was sind das für Eier? Okay, die haben wir schon, sowas in der Art haben wir schon mal gesehen. Das ist jetzt nichts Neues. So, ein bisschen Schutz. Hier haben wir Heridium. Das bekannte Heridium. Überall zu finden. So. Also hier können wir uns echt geil schön Kalium farmen. Finde ich cool. Da. Da muss ich hin. So, hier ist ein Tiefland. Oh, fuck. Ich bin gleich tot. Ich gehe mal eben hier. Ich grab mich immer hier ein. Schnell. Reicht das? Ja, reicht. Okay. Was ist das? Ein Tierchen. So. Jetzt sind wir wieder startklar. Ich glaube, das haben wir noch nicht, ne? Das ist neu. So. Was ist hier auch neu? Das ist neu. Kann man sich eigentlich hier verstecken?
Ey, cool, man kann sich hier. Cool, das geht wirklich. Hätte ich nicht gedacht. Ach, hier könnte man sich doch schön einrichten, oder? Kleines Zimmer. 2 Quadratmeter. Ja, vielleicht 1 Quadratmeter. So. Okay. Mal schnell speichern hier. Also ich mag das, wenn das immer so stürmt. Das ist so ein bisschen Herausforderung. Geg-Amulett. Und ich sehe, wir haben hier, was ist das? Aluminium. Nehme ich mal mit. Boah. Ganz schön fette Dinger. So. Ey, das ist schon heftig. Also man kann nicht mal ein paar Sekunden rausgehen, schon ist man hier, ja, kaputt. Also Leute, Gravizino-Ball müssen wir auf jeden Fall irgendwo kaufen oder ja, ein Crafting-Rezept irgendwie besorgen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Was sind das für Geräusche gewesen? Okay, die Stimme geht mir langsam auf den Sack. Wieso bewegen die sich immer, wenn ich die angeschossen habe? Ich glaube, der Sturm ist vorbei. Tierchen? Neue Tierchen? So. Habe ich noch irgendwelche neue Tiere? Ups. Aber dafür haben wir ja Titan. Okay, also die Erkundungstour kann weitergehen. Lass mal weitergehen. Müssen dann später noch mal ein bisschen tauchen gehen. Weil ich denke mal, die rollen immer runter. Müssen auf jeden Fall noch tauchen gehen, weil ich vermute, da sind noch viele, ja, Sachen, die wir nicht gescannt haben. Oder ja, ich habe glaube ich fast gar nichts da unten gescannt. Was? Jetzt schau mal, wieso rollen die weg? Fünf Kalium haben wir jetzt bekommen. Das ist neu. Das müssen wir auf jeden Fall. Hallo? Müssen wir auf jeden Fall scannen. So. Da sind irgendwelche Lebewesen. Mal gucken. Da muss ich hin. Ich muss noch so viele Upgrades installieren. Das ist unfassbar. So. Was? Leute. Was sind das für Viecher? Die sind winzig. Ich habe Angst, die zu töten, weil die so klein sind. Wo sind die denn? Ey, wie klein sind die denn? 70 Kilo wiegen die. Sind aber so groß wie Mücken. So, hier schön Kalium. Oh, 9 Kalium.
Ja, also hier kann man ganz schön gut Kalium farmen. Super. Und das ist überall, dieses Kalium. Oder diese Viecher. Neues Wort. Tradition. Bleib hier. Okay. Da ist noch so ein Viech. Also hier sind ganz schön viele. Okay, wir wollten eigentlich zum Fragezeichen. Moment. Fragezeichen, wo bist du? Hey. Ach, so schnell schon. Irgendwo gab es hier doch ein Fragezeichen. Haben wir doch vorhin gesehen. Naja. Werden wir schon finden. So. Da. Da wollte ich hin. Was ist das eigentlich? Achso, das kann man nicht abbauen. Ich finde das gut, dass die Wächter mal nicht kommen. Ich habe noch keinen Wächter gesehen, glaube ich. Vielleicht doch, aber ich habe es nicht wahrgenommen. So. Ja, macht nichts. Werden wir schon irgendwie überleben. So, wie weit müssen wir denn? Eine Minute. Okay, ich gehe mal kurz hier. Kurz in ein Loch. Kann ich ja so lange ein bisschen scannen. Vielleicht finden wir wieder was Neues. Da ist irgendein Lebewesen. Lass mal gucken. So, da haben wir wieder was. Gleichgültig. Okay, der greift uns schon mal nicht an. Bleib hier. Also wir haben bis jetzt noch kein Tier gesehen, was aggressiv war oder so. So, also. Wir müssen hier auf jeden Fall jetzt langsam einen Schutz finden. Aber Kalium sammeln ist auch wichtig. So, wo ist jetzt... Was da? Autsch. Schnell! Hoffentlich ist da ein Haus. Oder sowas ähnliches. Ich weiß, ich weiß. Mein Gott. Bojak Krater. Okay, das ist wieder mal so ein, ja, Upgrade-Häuschen. Ach ja, ist das schön.
Also hier kann ich meine Laserwaffe nicht benutzen. So, jetzt können wir weiter. Ja, Leute, ich glaube, wir hören hier erstmal auf. Moment, ich speichere mal eben. Ich habe ganz die Zeit vergessen. Ich glaube, wir haben schon die halbe Stunde durch, wenn ich mich nicht täusche. Weil das ist so interessant hier. So, okay, ich glaube, wir hören hier erstmal auf. So, Vaikin. Noch schnell hier ein bisschen einsammeln, so. Okay, Leute. Ja, ich würde sagen, das war es erstmal für diese Folge. Also es hat echt Bock gemacht. Wieder mal neuer Planet, der ein bisschen aggressiv ist. Und ja, dass man halt nicht einfach so hier so rumlaufen kann. Finde ich cool. Und dass wir halt jetzt Kalium finden ohne Ende. Wir haben jetzt ja, fast so einen Stack voll mit Kalium. Finde ich cool und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.